Willkommen zum zweiten Teil von Shonen Jumps One Piece. Das heißt eigentlich nur One Piece, aber ich sage Shonen Jumps One Piece. Sonst nicht, meine Manga, schrägstrich Anime. Wir gehen in Navi Base 2. So, wir sind mit Corby von Alvida geflogen. Sind auf eine Insel gekommen, wie man gerade sieht. Und hier ist der Piratenjäger Lona Zero gefangen genommen, den wir jetzt retten wollen und unsere Crew rekrutieren wollen. Da ist aber. Ey du! Was ist das? Ey du! Du gehst mir auf die Nerven. Verschwinde hier! Okay. Okay, Zorro, ich verschwinde. Ich tue mein Bestes, ich verschwinde einfach. Und natürlich legen wir uns schon mit der Marine an. YOLO. Jetzt hat man die Marine. Ich finde die Musik wirklich sehr schön in diesem Spiel. Oh, Hunde! Hundis! Oh, Hundis! Hundis! Ah, da kriegst du sofort. Eigentlich dürfte ich Kugel mit uns anhaben. Oh, ich muss oben. Bum. Nein, das war zu doll. Luffy! Endlich. So, dann stimmen wir mal die Marine fest. Jetzt kloppen ein paar Hunde. Ah, ich hab die Ulti gefunden. Ich spiel zu viel, Leute. Ich spiel zu viel League of Legends. Ich weiß jetzt, wie ich meine Secret Attack einsetze. Oh. Voll Secret ist die. Nur ich weiß, wie die geht. Kann ich da rein? Wer weiß, ne? Kann man auch blocken. Würde man nämlich ganz nett sein, blocken zu können. Ne? Steht das ja? YOLO, wir blocken. Aber wir brauchen blocken. Och, voll verarscht. Außer dich. Bei dem nach. Bei diesem. Was bist du denn? Geh weg. Ich mag dich nicht. Verschwinde. No. Oder ist es das, was ich denke? Oh. Stinkhack. Ich wusste es einfach. Na, schieß. Boah, ich wollte gerade sagen. Du schießt genau, wenn ich springe. Nie. Fick dich, davor hast du nur einmal geschossen. Vollmütig. Schreckt auch nicht. Nabel! Und ich rede von dem Fluss ab. Ich bin Abel. Ba bam ba bam. Nein. Nein. Wollte ja nur reinspringen oder so. Wie aktiviere ich das? You can only break down this wall with a bomb item. It's a bomb item. Wo kriege ich denn dieses Bomb Item hin? Das ist einfach alles 5 Jahre. Ich laufe gerade nur rechts. Ho, YOLO. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang renne. Aua. Meins. Meins. Oh, das sieht der aus. Ich hatte gleich. Oh, das ist eine Backtruhe. Die ist back, ey. Ich komm vorwärts. Go!
Gong Gong Kanone! Wow, aber voll der Kämpfer hier. Ich will zocken. Ich will zocken, der Kuban. Zocken ist cool. Zocken kämpft das Schwert. Okay, muss ich hier oben landen. Hä? Jetzt will ich von hier da hoch. Ja. Ich wusste es, dass du mich triffst. Ich hab's einfach gebrochen. Oh, wo bin ich denn, Junge? Klar, und dann spring ich da runter. Bin also behindert. Na, aber ich bekomme eine Kanonenkugel in die Fresse. Arsch mit mir. Komm runter. Oh, in Münze. Fies. Wo soll ich das denn wissen? Ich geh mal hoch. Das ist das zweite Level. Ich komm viel zu stark immer aufs Maul. Ich will eine YOLO-Action machen. Wo bin ich? Ich lauf nur nach rechts. Ausgleichen. Zorro! He was sentenced to be punishment in my place. Was? Ach so, er hat ins Golf und jetzt wurde er gefangen genommen. Nur wegen alles sein Sohn Helmeppo. Nur wegen Captain Morgens Sohn Helmeppo, so rum Soros Sohn. Nur rum diesen Kacke. Und da bist du ja schon wieder. Wenn du die Magie mit mir bekommst, wirst du ein Pirat und ein Verbrecher. Willst du mich bekämpfen oder willst du einfach hier noch sterben? Bevor ich ein Pirat werde, werde ich hier einfach nur sterben. Okay. Ah, das tut weh. Das geht aus dem Maul. Na, Zolo, was? Ja, Zolo, Luffy und so. Ich weiß nicht, ob das im japanischen oder im amerikanischen, aber I don't know about this. Das ist Helmeppo, der Sohn von Captain Morgan, by the way. Ich zeige ihm Respekt und ich erzähle alles meinem Papa. Das ist der dümmste Spruch aus ganz One Piece, dieses Muttersöhnchen, ne? Hau ab! Die Viecher nerven. Treff ich! Oh yeah, hat das gezogen! Nein, Waffen! Und du hast mal wieder mal getroffen, ne? Jetzt bist du dran! Pow! Voll unnötig eingesetzt. Was macht er dann? Ach, er heult und... Okay. Sicher. Dann ich bekomme ein Kopfgeld. Okay, was für ein Kopfgeld haben wir denn? Das sind 6.181.000. Oh Gott, Schwerter. Oh Gott, Schwerter. Gucken wir mal auf the time. Auf the line of the time.
Da geht die dritte Welt noch. Ey, geh weg, Camtasia. Da geht mal Locket, das ist zu Wittelabill. Navy Boss, Navy Base versus Boss. Boss. Das ist Captain Morgan, der Vater von denen, mit dem wir gerade gucken. Ich bin der Größte. Alle dich, die mir nicht mehr recht gehen, den stehen. Okay. Au! Komm jetzt mal aufs Maul. Jo. Jo. Was für Probleme hat er denn? Ich. Hä? Komm ich ihm von hinten? Nein, ich bin daneben gesprungen. Boah. Ja, da gibt's Stress, Alter. Fuck. Hopp mal ab. Und von hinten. Pow! Bringt das raus. Pow! Voll weggehauen. Voll frontal und seine Marinesoldaten schnell hinter mir gucken zu und laufen weg. Weil ich einfach nur der Große bin. Ich habe ein Ziel. Ich will der Weltgrund. Ich will der beste Schwertkämpfer der ganzen Welt werden. Zoro has joined. So. Joghurt Bandage. Sweet, yep. Bauchbandage. So, wir haben Captain Morgan besiegt, diesen größten. Extend Morgan. 8 Millionen. Das muss man berechnen. Joghurt Morgan Statue. Defeat all enemies. Wir fielen euch. Wir fielen euch. Oh, das wird knapp. Okay. Jetzt du noch. Bist du down? Yes, clear. Zwei Leben. Wir haben zwei Leben bekommen. Port Tower. Das war eigentlich das Owings-Stor. Wenn wir es ganz genau nehmen wollen. Aber ist egal. Wir haben Catborn besiegt und machen uns auf eine lange, lange Reise mit Zorro in unserer Gruppe. Gucken wir nochmal auf die Zeit. Wir können nochmal ganz kurz in Level 1 reinschauen vom Port Tower. Ja, nicht klar. Zorro. So, weiter habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur mal bis Captain Morgan gespielt, weiter noch nicht. Also, ist es jetzt blind. Mann! Jungs! Nice. 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 So, beenden wir doch den Part. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.